Ich mache heute mal eine Auswertung zur zweiten Ultra-Woche. Heute ist ja auch der C-Day, der ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil, es geht gleich los und ich mache schon mal so eine Voraufnahme, dass ich da nachher nicht so viel Zeit verschwende. Und erstmal zu Schillast. Die heutige Folge wird hauptsächlich um Eier ausbrüten gehen, denn ich habe ganz viele Sima-Eier ausgebrütet für die regionalen Pokémon. Und das werde ich auch das ganze Video überzeigen. Nicht wundern, da ist auch noch das Shiny Alola Slimer drin vom letzten Part. Ich habe es also nicht nochmal bekommen. Es sind nur alle Sima-Eier, die ich heute hier in dem Video zeige, sind wirklich komplett alle, die ich in dieser einen Woche erhalten habe. Und da war auch was Cooles drin. Was es ist, sage ich aber nicht. Also noch nicht. Lasst euch überraschen oder mal gucken. Vielleicht erwähne ich es per purem Zufall dann doch schon vorher. Muss ich mal sehen, wie das Ganze schneide. Aber wir bleiben erstmal bei Schillast. Es ist ein weiterer C-Day und momentan machen mich die C-Days auch gar nicht mehr so an wie sonst. Vielleicht liegt es am Pokémon. Das Ding ist, Schillast ist ein Pokémon, das hatten wir jetzt in den Events sehr, sehr oft. Ich habe schon 1500 Candies, also Candies farmen brauche ich jetzt nicht mehr. Normalerweise spiele ich immer so, dass ich ganz viel fange und immer eine Sananabeere reinhaue für doppelt Candies. Aber das Pokémon ist erstens nicht stark genug. Man kriegt das Shiny, wenn man die 3 Stunden Zeit hat und nicht gerade in einem Dorf wohnt, auch hinterhergeschmissen. Also da wird sicherlich eins für die Sammlung mit abfallen. Es sieht auch nicht übelst wunderschön aus. Das ist halt das Problem bei vielen Pokémon. Es hat die gleiche, also annähernd gleiche Farbe. Das ist nur ein bisschen anders. Von dunkelgrün zu hellgrün. Ja, ist okay, ist schön, kann ich mit leben. Aber ansonsten ein sehr uninteressantes Pokémon, was erstmal nur so für die Sammlung gut ist. Es sei denn, es ist dein Lieblings-Pokémon. Und ich werde, heute gibt es da eben auch diesen dreifachen Fangsternstaub und da werde ich dann ohne Sananabeere zocken, also wirklich ganz schnell fangen mit Fangtrick, wie es eben auch geht und gucken, was bei rumkommt. Und wenn das nicht wäre, dann habe ich mir gedacht, ich hätte gerne mal Folgendes getestet. Und zwar wäre mir Schillast so egal gewesen, dass ich sogar bereit wäre, keins zu fangen, einfach nur mit dem Fahrrad rumfahren und anklicken, was immer geht, nur mal zu testen, was man in 3 Stunden an Shinies bekommt, wenn man nicht die fängt, sondern wirklich richtig schnell mit dem Bike unterwegs ist und einfach nur alles anklickt, was geht. Hätte ich mal Bock, das zu testen, ich denke, ich bin da schneller, vielleicht komme ich da auf so 100, 200 Pokémon mehr. Ob sich das dann lohnt für ein Shiny oder ein, zwei mehr Shinies, keine Ahnung, vielleicht ist es auch unsinnig. Aber zum Testen wäre dieses Pokémon und das Event heute wirklich genial gewesen. Aber der Sternenstaub ist dann doch so viel besser, dass ich dann doch eher alles fangen werde. Das erstmal dazu. Die Ausbeute gibt es dann ganz zum Schluss. Und jetzt machen wir erstmal mit den Eiern weiter. Ich habe jetzt 146 Sima-Eier ausgebrütet. Und 146, das ist schon eine hohe Zahl. Wir haben ja das für 2 Wochen, das Event. Und ich schreibe jetzt schon mal mit rein, wie viele davon regionale Pokémon gewesen sind, nämlich 47. 47 in knapp einer Woche. Jetzt kann man sagen, gut, heute ist Sonntag, der Tag ist noch nicht vorbei und Montag hat es ja auch erst begonnen. Das heißt, 2 Tage ausbrüten werde ich noch, dann wäre die erste Woche eigentlich erst vorbei. Aber, wenn man das jetzt mal so nimmt und ich spiele ja mit 2 Accounts, das muss man ja in jedem Video immer wieder erwähnen, für diejenigen, die hier neu zugucken. Wenn du jetzt nur ein Spieler bist mit einem Handy, einem Account, dann schaffst du vielleicht 50 regionale Encounter, wenn du Brotmaschinen kaufst auch noch. Du musst selbst dazu bereit sein, da wirklich Gas zu geben. Dann hast du trotzdem ein Problem. Dann kriegst du vielleicht in den 2 Wochen gerade mal an die 50. Und die Chance, laut des Hilfort, ist ja 1 zu 50, ein Shiny zu erhalten. Und wenn du in 2 Wochen 50 gerade mal bekommst, dann ist das absolut keine Garantie, dass du ein Shiny davon erhältst. Und das ist eben so ein bisschen das Fiese und Gemeine. Also hier muss man sich überlegen, also eigentlich macht das Ausgeben von Brutmaschinen kaum Sinn, weil die Chance ist zu schlecht. Es sei denn, du hast mehrere Accounts. Skycrafter zum Beispiel, wenn, oh, ich hoffe, ich sage jetzt hier den falschen Namen nicht, der hat es da sogar noch krasser, der spielt ja gleich mit mehreren, was mir zu stressig wäre, aber fürs Tauschen immer wieder geil. Allein jetzt die Tauschquest, wo man Bronzel bekommt. Das ist ein übelst seltenes Pokémon und tauschen kann man ihm nicht jederzeit. Allein dafür lohnt sich schon, so eine zweite Sache mitzunehmen. Das ist einfach, ja, ich werde es in jeder Folge erwähnen und die Vorteile liegen auf der Hand. Und hier für dieses Ei ausbrüten ist das ebenfalls ein Vorteil. Du kannst eben mehr ausbrüten, ohne dass du ein hohes Level haben musst. Und das ist eben
Es ist ein Vorteil. Und selbst dann ist die Shiny-Chance einfach so abartig schlecht. In der Freundesliste von mir habe ich ein paar gesehen, die haben schon eins bekommen. Und auch Ralf. Und es ist so witzig. Ich weiß auch noch, wie Ralf gemeint hat. Ah, ich werde jetzt nicht so viel Gas geben, so wie du. Und schwupp, sofort Shiny. Mit der Aussage war mir schon direkt klar, jemand, der jetzt keinen Bock hat, da richtig so Brutmaschinen zu investieren, der wird natürlich einen Shiny bekommen. Aber der kauft sich auch nichts. Und die eben Sachen kaufen, das ist also dieses eine, was man im Kopf hat, dann ist man ja immer so benachteiligt. Ja, das ist so dieses ungeschriebene Gesetz. Kaufst du was bei Niantic, kriegen die das mit und schon schrauben sie die Shiny-Chance runter. Ja, ist natürlich Blödsinn, aber so kommt es einem manchmal vor. Ja, und bei mir lief es halt eigentlich ganz gut. Ich kann mich da nicht beschweren. Es läuft zumindest besser als das 2-Kilometer-Event, wo alle 7 Eier auf 2 runtergesetzt wurden. Und hier war zumindest eins mit drin und da bin ich mega, mega happy. Ich werde immer noch nicht sagen, was es gewesen ist. Lasst euch da einfach überraschen. Aber eins habe ich bekommen, ein Shiny und ich bin zufrieden. Selbst wenn ich jetzt keins mehr kriege, ich bin absolut zufrieden. Denn selbst bei 150 regionalen Pokémon ist das keine Garantie, dass da ein Shiny bei drin ist. Man kann es eben nur optimieren und versuchen Gas zu geben und dann einfach Daumen drücken und gucken, dass da was bei hängen bleibt. Ach ja, aber bisher bin ich wirklich da gut gelaunt und mehr gibt's auch erstmal nicht zu leiern. Also guckt's euch einfach an. Ich werde jetzt nochmal kurz reinschreiben, was ich denn in der Woche so alles gefangen oder als Encounter erlebt hatte. Das ist nämlich das hier. Es waren 1910 Encounter mit der Chance auf einen Shiny. Alles andere zähle ich ja dort nicht mit rein. Und ist okay. So, wenn man das auf 7 Tage runterrechnet, wobei wieder heute und morgen ist ja eigentlich erst die Woche wieder vorbei, dann bin ich bei so 300-400 Pokémon pro Tag. Macht so 2-3 Stunden. Ja, und so viel kriegt man das auch nicht pro Stunde. Habt ihr das mal gezählt und getestet? Ich denke, so 100 Pokémon pro Stunde, ist das ein Schnitt? Wenn du ganz viele Pokéstops hast, dann ist vielleicht sogar noch mehr drin, aber selbst wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich komme jetzt nicht auf so viel. Manchmal habe ich auch so, dann muss ich aber schon richtig Glück haben, in einer halben Stunde 100. Aber das ist, ja, das ist wirklich sehr, sehr selten. Und da ist die Shiny-Chance bei mir diesmal ganz gut gewesen. 1:382 und hier muss man aber auch bedenken, wir haben jetzt ein richtig gutes Event, was eher für neue Spieler noch viel stärker und besser gut ist, als für einen, der schon eh alles hat, denn wir haben seltene Pokémon-Spawns, alles mit einer Chance auf einen Shiny und selbst die Alola-Pokémon können ja jetzt ganz, ganz selten auch mal erscheinen und ich habe, und das ist auch der Hammer, die Chance ist da, 1:50 und ich habe echt eins in der Wildnis gefunden. Und da denke ich mir, gibt's nicht. Echt krass. Du brütest und brütest und brütest. Klickst da vielleicht Alola Sandern, weiß ich nicht, wie oft waren das? 3x2, also 6 Encounter hatte ich. Und da war ein Shiny mit dabei. Richtig genial. So gesehen völlig unverdient. Aber ich habe ja schon immer gesagt, es gleicht sich bei Pokémon immer alles irgendwie aus. Und wenn ich es eben nicht aus den Eiern bekomme, dann kriegt man es eben irgendwann in der Wildnis. Ist auch okay. Und das war für mich so das Highlight. Und es ist auch besser als dieser Shellast Sea Day, weil der ist eigentlich gar nicht so interessant. Das nehme ich heute einfach nur nebenbei mit. Aber diese Eier, dass da was drin gewesen ist, finde ich richtig cool. Und dass eine Shiny Alola Sandern in der Wildnis gefangen werden konnte, ist einfach Hammer. Und da bin ich, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Das ist eine richtig geile Woche für mich gewesen. Und ich war jetzt auch nicht so oft draußen. Das ist auch wieder so faszinierend. Als ob das Spiel es wirklich weiß, jetzt wo Monster Hunter World eben so ein bisschen mehr gezockt wird und ich nicht so viel Zeit habe für Pokémon, außer eben das Ei ausbrüten, dafür muss ich einfach rausgehen, da läuft es dann doch ein bisschen besser. Aber wir haben eben auch viele Pokémon, die haben eben eine Chance von 1:50, von daher ist die 1:382 jetzt auch nicht so krass stark, dass man sagt, boah, hast du jetzt ein Glück und letzte Woche lief es ja auch dementsprechend beschissen. Von daher ausgleichende Gerechtigkeit und ja, ich gehe jetzt raus, der CD wartet und dann bin ich gleich wieder zurück und zeige euch einfach in ganz kurzer Form, was bei rumgekommen ist. Der C-Day ist jetzt offiziell vorbei und ich bin wieder zu Hause und Gott sei Dank hatte ich auch schon alles vorbereitet, dass ich hier keine Zeit mehr investieren muss für das Tauschen. Aber was ich cool finde, man hat ja jetzt das erste Mal 2 Stunden nach den eigentlichen 3 Stunden
nochmal Zeit, seine Pokémon zu tauschen und zu entwickeln, damit eben Chelast die besondere C-Day-Attacke bekommt. Und das ist richtig geil, weil wer Bock hat auf ein Lucky-Pokémon, der hat, wenn er nur mit einem einzigen Account spielt, das Problem, dass er keinen Tauschpartner hat. Und gerade bei dem C-Day, da sind ja alle unterwegs. Und oft ist es dann schon so, dass man auch jemanden trifft, der da auch tauschen möchte. Und dann setzt man sich eben hin auf die Bank. Heute war Wetter auch wieder in Ordnung. Und ja, mit ein bisschen Glück hat der Tauschpartner auch Bock, diese eine Stunde noch komplett mit dir zu tauschen. Und das dauert richtig, richtig lange. Also keine Ahnung, wer von euch schon mal 100 Pokémon getauscht hat. Das ist ja auch das Maximum, was man so am Tag hinbekommen kann. Und da geht richtig viel Zeit drauf. Bei einem Pokémon wie Chelast vielleicht gar nicht so unbedingt, ja, weiß ich nicht, dass man das machen muss. Zumal es ja auch nicht für die Raids in Frage kommt. Vielleicht setzt man es gerne in die Arena rein. Aber es ist eben auch nicht eins der stärkeren Pokémon. Von daher nur für die Sammlung gut. Aber wer weiß, später, wenn man dann so ein Kaumalat kommen sollte, dann ist das schon geil, wenn man alles auch tauschen kann und dann auch Zeit hat, die besondere Attacke beizubringen. Und deswegen fand ich das heute schon mal gut. Ich habe auch schon ein paar Luckys mir ertradet und ich habe nur gehofft, dass ich ein paar Shinies abfangen konnte und dass da ein gutes mit dabei gewesen ist. Ansonsten in der Wildnis her war jetzt nichts Spannendes dabei. Da war das, was ich mir vorher schon geholt hatte, echt besser. Und in die Zukunft geblickt, muss ich auch sagen, das ist, wenn jetzt gerade in der nächsten Woche die neuen Starter kommen, da werde ich auch wieder rausgehen und massiv viel fangen. Es lohnt sich schon bereits jetzt, in Hinblick auf einen zukünftigen C-Day, die neuen Starter zu fangen und auch zu tauschen, dass da jetzt schon was Gutes mit bei rumkommt, dass man eben beim C-Day sich gar nicht stressen muss. Das hat mir massiv viel geholfen. Hier bei dem Event habe ich das erste Mal auch so gemacht, sonst habe ich die gar nicht getauscht. Und ja, nimmt Zeit und eben Stress ab. Von den Zahlen, das sind meine Zahlen, klatsche ich euch direkt mal hin. Ihr seht, ich habe 508 Pokémon insgesamt gefangen und 18 davon waren Shiny. Also heute habe ich auch nicht nur angeklickt, ich habe wirklich alle durchweg gefangen. Kann sein, dass vielleicht eins geflüchtet ist mit dem Schnellfangen-Trick, da sieht man das ja nicht. Und bei mir war also 1:28. Die Ausbeute ist absolut in Ordnung. Das Geilste ist, dass ich die meisten Shinies eher so wieder Richtung Ende bekommen habe. Und heute war auch ein bisschen mau, die Zahl hätte höher sein können, aber als ich im Schloss unterwegs gewesen bin, also beim Schlosspark hinten Sanssouci, da hatte ich heute massive Netzprobleme. Keine Ahnung warum, das ist sonst auch nicht so. Aber ist okay, die Ausbeute ist trotzdem völlig in Ordnung. Und das würde ich jetzt eben gerne mal testen zum Vergleich, was wäre, wenn ich gar kein Pokémon fangen würde und nur mit dem Rad einfach rumfahre und alle Pokéstops abklapper und nur wild anklicke. Würde ich gerne testen, vielleicht im Oktober, je nachdem was da kommt. Naja, mal sehen. Und von den Shinies auch wieder witzig. Mein Hauptaccount hat nur 5 bekommen. Von knappen, ja die Hälfte halt. 250 ungefähr. Und das ist schon ziemlich interessant. Weil 1:50, das ist schon eher, na, wo man sich nicht freut. Und da sieht man wieder die Unterschiede. Es kann eben passieren, dass du mit einer Gruppe unterwegs bist und der andere kriegt eben nach jedem 12. schon ein Pokémon. Und der andere nach jedem 50. Und das ist eben die kleine, aber gemeine, ungerechte Welt von Pokémon Go. Insgesamt ist aber trotzdem absolut in Ordnung. War halt ein ganz normaler C-Day und ja, es ist irgendwie ein bisschen schade. Man geht so raus und die Freude bei dem ersten C-Day, bei Evoli zum Beispiel, das war mein erster C-Day, die war da deutlich größer als jetzt bei den Events. Keine Ahnung, woran das liegt. Also man nimmt es einfach mit. Es ist irgendwie nichts mehr Besonderes. Es ist natürlich schon was Besonderes. Aber dadurch, dass es ja immer wieder gleich ist und man sich nicht anstrengen muss für ein Shiny, außer natürlich draußen rumlaufen. Komisch, oder? Vielleicht wäre es cooler, wenn die da irgendwie was anderes machen würden. Und irgendwann gehen ja auch dann die Pokémon aus. Ich meine, wir sind jetzt schon in der 5. Also 2 hier kommen ja noch. Dann sind die 4. auch abgeschlossen. Und was wollen sie im nächsten Jahr bringen? Dann kommt dann irgendwann die 6., 7., dann noch die 8. Naja, vielleicht 2 Jahre und dann ist aber auch Ende im Gelände. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt. Die müssen das irgendwie ändern, weil sonst haben die das Problem, dass dann keine Starter mehr zu den C-Days gibt. Das habe ich erstmal Punkt Nummer 1. Wir wechseln jetzt mal auf mein Handy. Das sieht dann nämlich so aus. Und wir schauen uns mal hier auf dem Hauptaccount die Ausbeute etwas genauer an. Und werden auch dann die Pokémon entwickeln. Ich habe eins getauscht, ein Shiny, weil bevor ich die verschicke, habe ich mir gedacht, ach komm,
vielleicht hast du ja Glück und da ist ein gutes mit dabei, aber das werde ich dann sehr wahrscheinlich auch weghauen. Ist von den Werten jetzt gar nicht so schlecht, aber man braucht es halt nicht und nochmal tauschen kann ich es ja nicht. Und jetzt passt mal auf, ich scroll mal nach unten. Also ich habe zwar getauscht, leider weiß ich nicht mehr, wann ich es gefangen hatte, aber ich weiß, dass ich 3 Shinies wirklich in den letzten 10 oder 15 Minuten gefangen habe. Und das ist einfach krass. Also das müsste noch mit dabei sein. 1, 2. Ach, erstmal zeige ich, wie viele ich überhaupt hatte. Ja, damit ihr seht, dass ich keinen Blödsinn erzähle. 5 Stück. Also richtig schlechte Ausbeute. Beängstigend. Und jetzt gucken wir uns das mal an vom zeitlichen Faktor. Also 1, 2, 3. Da sind schon 3. Gucken wir mal nach unten, nach unten, nach unten. 4. So, und jetzt dauert es richtig lange. Ja, da könnt ihr mal suchen, wo das nächste Shiny ist. Nichts mit 1 zu 25. Da musste ich schon ein bisschen suchen. Ja, immer noch keins. Krass, ne? Immer noch keins. Immer noch keins. Also es lief einfach wirklich grottenschlecht. Hier, da ist dann Nummer 5, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Oder war es erst das vierte? Jetzt kommen wir nochmal nach unten. Ja, und mehr gab es eben auch nicht. Ja, manchmal ist es eben so. Manchmal hast du eben ein bisschen Pech, manchmal hast du eben ein bisschen Glück. So läuft's halt. Naja, beim nächsten C-Day ist es dann wahrscheinlich wieder andersrum. Und jetzt werden wir entwickeln. Ich habe mir auch schon ein bestimmtes ausgepickt. Wir fangen erstmal mit den Shinies an. Und das ist das hier. Das ist das allerletzte Shiny, was ich bekommen hatte. Mal abgesehen von dem Tausch. Und das ist von den Werten her auch absolut okay. Ich meine, ich habe hier einen super Angriffswert und eine super Verteidigung. Besser werde ich es so nicht bekommen. Und hohe WP, perfekt. Also besser hätte es nicht sein können. Werde ich auch direkt entwickeln. Ja, von den Candies habt ihr gesehen, 2150. Ich bin noch mit so knapp 1450 gestartet. Also 500, 600 Candies habe ich bekommen. Sonst ist es eben doppelt so viel. Braucht man aber eben nicht, weil eben vorher alles schon zu hohen gewesen ist. Und ihr habt auch den Sternstaub gesehen. Wer jetzt wissen möchte, wie viel hätte ich denn vorher gehabt? Ich glaube, das waren hier 2,7 Millionen. Jetzt bin ich bei 2,9 Millionen. Kommt das hin? Also 200.000 habe ich jetzt in den 3 Stunden gemacht. Und das geht, denke ich, doch auch klar, oder? Da haben wir einen Shelterer. 2421. Wir könnten da noch ein bisschen was reinpimpen. Machen wir auch direkt. Ich werde mal ein Power-Up machen. Ich habe so wenig Pokémon, wo ich halt darauf achte, dass die für PvP ganz gut sind. Aber hier sieht es aus. Oh, der könnte. Mit ein bisschen Glück könnte der genau auf 2,5 kommen. Der kriegt immer 20. Und jetzt wäre es natürlich geil, direkt eine 19. Ach, nee, kommt da nicht rüber. Dann machen wir es nicht. Also so lassen wir es und er kriegt auch eine andere Attacke. So, Rasierblatt und Flora-Statue. Ich denke, da kann ich jetzt nicht meckern. Und von den normalen machen wir auch noch was. Ich sortiere die mal nach Funddatum. Dann passt mal auf, was dann passiert. Das sind dann meine, die ich als erstes hatte. Und es ist geil, dass ich 6 Luckys bekommen konnte. Von denen würde ich höchstens eher das entwickeln. Ist eben das stärkste Lucky, was ich bekommen habe. Aber leider eben kein guter ATK-Wert. Verteidigung aber dafür sehr hoch. Vielleicht entwickle ich es trotzdem. Muss ich mal gucken. Aber man braucht es halt nicht. Weil ich nehme eher das. Das habe ich einfach so in der Wildnis gefangen. Aber damals schon. Und jetzt bekommt es seinen großen Auftritt. Und dann lasse ich das Lucky vielleicht so, wie es ist, weil ich werde sowieso niemals damit kämpfen. Ich werde es nie irgendwo in die Arena setzen. Ich werde es mir vielleicht einfach so aufheben. Als starkes, kleines Lucky, wenn ich mal so Bock habe, den als Partner-Pokémon mitzunehmen. Aber selbst da wird wahrscheinlich Sheltara nie in Frage kommen. Oder Shellast. Das ist ja die kleinste Stufe von diesem Pokémon. Ja, und dann haben wir es nämlich auch gesehen. Also, mehr gibt's auch gar nicht heute zu sehen. Ich sag mal so, ich freue mich schon auf nächste Woche, weil da kommen dann die neuen Pokémon
aus der neuen Generation. Dazu noch in Shiny. Und ich muss auch eh nochmal heute raus, weil ich noch keine Eier gebrütet habe. Aber das ist erstmal meine Ausbeute. 2, 4, 9, 8. Das ist natürlich nice. Das ist richtig genial. Also für PvP. Geil. Wobei ich aber auch nicht weiß, was da wirklich wichtig ist. Ich habe ja gehört, man versucht eher nicht auf ATK zu setzen, sondern eher auf andere Werte. Aber ich bin kein PvP-Pro. Ich weiß nur so 2,5. Darf es nicht überschreiten. Von daher ganz cool. Ich brauche hier auch keine TMs noch investieren. Ja, und so war eben jetzt mein C-Day. Schade. Leider kein Shiny. Nimm aber noch kurz mit. Das ist dann der Abschlussfang für die heutige Folge. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Wir machen so, denke ich, einmal pro Woche eine Folge. Das reicht völlig aus. Ansonsten wird viel Monster Hunter gezockt. Und ich bin gespannt. Vielleicht bekomme ich noch ein Shiny regionales Pokémon. Wenn ja, dann hoffentlich kein Pantymos. Und wenn es ein Gengar wird, ein zweites, dann tausche ich. Und die tauschen sich doch bestimmt gut weg. Also Leute, viel Spaß euch, vor allem in der nächsten Woche. Da werde ich wieder ein bisschen mehr rausgehen. Und dann erstmal Rinja hauen und tschüss.